Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgebrochen. Man sieht nur noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie ihren Gentleman. Na, und denn? Denn gehen die beiden brav ins Bett. Ja, ist ja auch ganz nett. Doch manchmal möchte man gerne wissen, was tun die, wenn die sich nicht kissen? Die können ja doch nicht immer pennen. Na und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind, dann kriegt das junge Paar ein Kind. Dann kocht sie Milch. Die Milch läuft über, dann macht er Krach, dann wehen sie drüber. Dann wollen sie später gänzlich trennen. Na und denn? Dann war das Kind nicht auf dem Damm. Dann blieben die beiden doch zusammen. Dann quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch was mit blonden Haaren. Vom Dorf. Doch hinten Linorin. Na, und denn? Dann sind sie alt. Der Sohn haut ab. Die Olle macht nur bald schlapp. Vergessen Kuss und Schnurrbartzeit. Nach Menschenskind, wie liegt das weit? Als der noch scharf auf Muttern war, ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der Olle, der denkt so zurück, was hast du nun von deinem Glück? Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und deshalb wird zum Happy End im Film gewöhnlich abgebrochen.